Ich brauche gerade jemanden, der die Hand frei hat. Würdest du dich bitte bewegen? Okay. Merke also immer zuerst die Ecken platzieren und dann den Rest. So viel Zeit muss sein. So, und jetzt brauchen wir noch mal hier die beiden hier. So. Ah ja, ich habe gesagt, das Haupthaus, also der Bergfried, wird in dieser Folge noch fertig werden. Und das ist er auch. Also diese Aufnahmesession, nicht in dieser Folge. So, wir haben auf jeden Fall gerade genug Steine, um hier schön die Kirche hochzuziehen. So. So. Der letzte Stockpile hier draußen kann weg. Und ja, das Treppenhaus hier sollte reichen, dass die ganze Kirche hochgezogen werden kann, theoretisch.
Also bis aufs Dach vom Kirchturm. Mal wieder nach unserem Steinbruch gucken. In unserem Steinbruch läuft alles. Wir haben noch sehr viel Stein, bis wir unten angekommen sind. Was Gutes. Dann steht dem Bau unserer kleinen Kirche nichts im Weg. Naja, unsere Burg selber ist im Allgemeinen fertig. Es fehlt nur noch Innenleben, dass das Ganze nicht so nackt aussieht. Ja, jetzt sieht, merkt man, es werden weniger Steine. Also unser Steinbruch liefert nicht so viel. Vor allem nicht, wenn sie nicht die volle Ladung liefern. Lass, dass unsere Jungs hinterherkommen. Oh, das letzte Brett. Tuppel, sag mal bitte da hinten. Sag bitte da hinten die Steine ein. Danke. Ah ja, ab jetzt heißt es warten. Ja.
Wobei ich zwei Jungs oder so zum Holzhacken hier abstimmen könnte. Also langsam den Wald von innen nach außen wegmachen. So wie wir Holz brauchen. Naja, wie gesagt, die Kirche wird viel Stein brauchen. Allein schon wegen dem schönen Dach, was wir hier draufsetzen wollen. So, das erste Holz wird abtransportiert. Das ist gut. Jetzt müssen wir dann langsam auf Steine warten. Aber die Jungs kommen ja mit Stein. Holz müsste hier gestapelt werden. Dass wir es dann hier zu Brettern verarbeiten können und hier verbauen können. Ja, mittlerweile haben wir außerhalb unserer Burg nichts mehr, was an uns erinnert. Außer natürlich die ganzen Unebenheiten. Oh, die Waldrodungen. Ah ja, wenn wir fertig sind, könnten wir theoretisch alles ab hier abspringen. Da bräuchten wir viele Springfässer. Und viele Katapulte.
Wäre sicherlich auch so eine lustige Sache, die man mit dem Editor hinkriegen würde. Ein Haufen Katapulte aufreihen hier. Mit einem Haufen Munition, so 1000 Sprengfässer. Und dann gib ihm alles hier bombardieren, bis es platt ist. Ja, ich glaube, selbst 1000 Sprengfässer reichen da nicht aus. So, Baumstämme werden weiter transportiert. Es sind noch vier Bäume markiert zu fällen. Paar Hölzer liegen noch rum. Gut. Unsere Kirche nimmt auch langsam Form an. Also sie ist nicht nur mehr nur ein Umriss auf Boden, wie sie noch am Anfang der Aufnahmesession war. Hier läuft noch alles konform. Jo. Alles gut. Aber ja, es wird mal wieder Zeit für einen Cut. Also speichere ich hier. So, Save Override. Und dann sehen wir uns gleich wieder.